Guten Abend, gute Nacht für euch alle hier aus Jena. Und es ist schön, hier zu sein, wenn auch nur für 2 Tage. Und heute gibt es ein Gedicht von Johannes Bobrowski. Ich weiß natürlich nicht, ob viele von euch den Johannes Bobrowski kennen. Für mich war er schon zu DDR-Zeiten, und das, ja, muss ich sagen, will was heißen, denn ich war 19, als die Kehre, die Wende alles umgedreht hat. Und Lyrik war schon Bestandteil meines Lebens, aber nicht so großer wie jetzt. Aber den Johannes Bobrowski, den kannte ich schon. 1965 ist er gestorben und war einer der bedeutendsten Lyriker der DDR-Literatur. Und es gibt heute ein Gedicht und dann noch ein bisschen was zu ihm. Ein Gedicht, das ihn auf den Punkt bringt. Gerhard Wolf, der wie eine Art Biografie über ihn geschrieben hat, ein kleines Buch mit dem Titel Beschreibung eines Zimmers, 15 Kapitel über Johannes Bobrowski, schreibt im letzten Kapitel, der Gerhard Wolf, im Juni 1965, nur Wochen vor seinem Tod, entstand ein Gedicht, das auf ein Wort bringt, was man als Mitte seiner Poesie und seines Lebens nennen kann. Das Wort Mensch. Das Wort Mensch als Vokabel, eingeordnet, wohin sie gehört, im Duden, zwischen Mensa und Menschengedenken. Die Stadt, alt und neu, schön belebt mit Bäumen auch und Fahrzeugen. Hier höre ich das Wort, die Vokabel, höre ich hier häufig. Ich kann aufzählen, von wem. Ich kann anfangen damit. Wo Liebe nicht ist, spricht das Wort nicht aus. Johannes Bobrowski ist 1917 an der Grenze zu Litauen, in dem russisch-föderativen Teil Kaliningrad, geboren in Tilsit. Es gibt auch einen Käse von dort, Tilsiter Käse, den haben wir zu DDR-Zeiten immer gekauft. Ob der von dort war, glaube ich nicht. Jedenfalls ist er dort geboren als Jude und lebte dann in der DDR und ist in Ostberlin 1965 eben gestorben. Und er hat viele, viele, viele Naturgedichte geschrieben, die verwunschen sind. So ist es vielleicht am besten ausgedrückt. Und dieses Gedicht, das Wort Mensch, ist eher ungewöhnlich, aber wie Gerhard Wolf schon beschrieben hat, es bezeichnet seine Dichtkunst, bringt die auf den Punkt. Und es ist eines seiner letzten Gedichte, die letzten Zeilen vielleicht, die er geschrieben hat. Levins Mühle, den Roman, den ich noch nicht gelesen habe, den hat er auch geschrieben. Ich wünsche euch eine gute Nacht und denke, dass Johannes Bobrowski hier nochmal weiter zur Sprache kommt, zu Gehör kommt. Und das ist gut so. Bis morgen.